Mein großes Ziel, die 1000 Tage in Minecraft Hardcore zu überleben, ist so nahe wie nie zuvor. Ich habe bisher hunderte von Stunden in dieses Projekt investiert, unzählige knappe Situationen überlebt und jeden vernichtet, der sich mir dabei in den Weg gestellt hat. Und dennoch muss ich weiterhin extrem aufpassen, dass meine gesamte Welt nicht innerhalb eines einzigen Augenblickes für immer ausgelöscht wird. Denn Minecraft Hardcore verzeiht keine Fehler. Freunde der Sonne, hier sind wir wieder. Der 801. Tag startete und das erste, was ich machte, war mich um meinen neuen Bogen zu kümmern, da mein alter fast keine Haltbarkeit mehr hatte. Ich verzauberte also einige Bögen und kombinierte sie dann im Amboss so, dass ich wieder den perfekten Bogen hatte. Das einzige, was noch fehlen würde, wäre Mending, aber leider kann man das mit Infinity nicht kombinieren. Naja, egal. Ich nahm mir ein paar Milcheimer mit und flog zu einem weiteren Ocean Monument, wo sogar zwei Räume mit Schwämmen waren. Das war natürlich sehr nice und ich hatte jetzt insgesamt zwei Stacks an Schwämmen. Mit diesen flog ich dann zum Ocean Monument und machte weiter beim Austrocknen. Es war immer dieselbe Prozedur, kleinere Bereiche machen, diese dann mit den Schwämmen austrocknen und anschließend im Nether die Schwämme trocknen. Das machte ich dann bis in die Nacht des 805. Tages und kam wenigstens ein bisschen weiter. Trotzdem liegt noch ein weiter Weg vor mir. Die nächsten 5 Minuten stand ich AFK bei der Creeper Farm, wo ich mir 2 Stacks an Gunpowder erfarmte und endlich wieder genug Raketen craftete. Als nächstes nahm ich mir den Großteil von meinen erfarmten Erzen, was über eine Schalkerbox war, und baute einen fetten Erzklumpen. Schaut echt geil aus, muss ich sagen. Das waren noch all die Erze, die ich glaube von den 300 Tagen hatte. Anschließend baute ich den ganzen Spaß ab, was wirklich satisfying war, aber echt lange dauerte. Am Ende kam dann das alles bei rum. Ja, wenig ist das auf jeden Fall nicht. Ich hatte wieder Lust bei meiner Stadt weiterzubauen, also packte ich mal alle Blöcke in eine Schalkerbox dafür und terraformte kurz den Platz, wo das Haus stehen sollte. Dann markierte ich den groben Umriss des Hauses und fing gleich an, es zu bauen. Wie ihr seht, war es wieder im gleichen Stil, aber ich glaube, das wird am Ende geil aussehen, wenn überall ähnliche Häuser stehen. Das nächste, was ich vorhatte, war eine Farm für Mobköpfe zu bauen. Ich wollte ja nämlich mal ganz viele von denen sammeln, aber als ich die Schalkerbox verlor, wo alle meine Mobköpfe drinnen waren, hatte ich das Ziel ganz außer Augen verloren. Jetzt wollte ich aber endlich weitermachen, also bereitete ich erstmal alle Items dafür vor und suchte dann einen geeigneten Platz ganz in der Nähe. Dann konnte das Bauen der Farm beginnen. Als erstes grub ich das Loch für die Aufsammelstelle und anschließend die Spawn-Plattformen für die Monster, Skelette und natürlich den Creepern. Dann wurden die Dispenser mit Wasser befüllt und die unterste Etage noch mit Trapdoors ausgestattet, damit dort nur Creeper spawnen können. Mit Wasser wurde dann die Einsammelstelle fertig gebaut und rundum zog ich dann die Wand noch hoch. Als nächstes wurde der Aufzug bis ganz nach oben gebaut und dort dann die finale Konstruktion. Ich musste nur mehr mit Kelp den Aufzug fertigstellen, wo einfach in mir ein Creeper explodierte und ein Totem benutzt werden musste. Gott sei Dank kam aber kein zweiter nach, sonst wäre es das gewesen. Rundherum leuchtete ich noch alles aus und fertig war die Farm. Jetzt musste ich nur mehr warten, bis das nächste Gewitter kommt. Ich ging dann nachschauen, wie viel mir meine verschiedenen Farmen bis jetzt eingebracht hatten und bei der Honigfarm kam ein wenig zusammen, bei der Essensfarm komplett gestört viel und bei der Kaktusfarm auch der ein oder andere Kaktus. Dann machte ich mich wieder einmal auf den Weg zum Ocean Monument und trocknete bis zum 818. Tag komplett viel aus. Jetzt bin ich schon fast bei der Hälfte angelangt und das Ziel ist auf jeden Fall schon in Sicht. In der Overworld habe ich ja bereits ein schönes Nether-Portal gebaut, aber im Nether fehlt mir noch der Nether-Hub. Also entschloss ich mich, das als nächstes Projekt anzugehen. Ich baute zuerst die Portale ab und fing dann an, einen riesigen Raum auszuhöhlen. Den machte ich gleich rund und nach einiger Zeit waren dann beide Spitzhacken fast am kaputtgehen, also flog ich kurzerhand zur Goldfarm und reparierte sie und machte dabei auch noch zusätzlich Gold. Ich glaube, ich werde für XP jetzt öfter mal die Farm benutzen, da bekomme ich ja noch das extra Gold dazu. Dann begann ich auch gleich mit dem Design von einem Eingang anzufangen. Ich brauchte noch einige Ressourcen, also sammelte ich ausreichend Warped Wood, diese Warped Leaves, einige Basaltblöcke und zum Schluss noch Blackstone. Damit konnte ich jetzt weiter im Design werkeln und anschließend baute ich wieder tausende von Netherblöcken ab. Es soll wie in meinem Theme Room so eine schöne Halbkugel nach oben werden, also markierte ich das grob und fing dann an, in einer Ecke Basalt hochzuziehen. Dort wollte ich nämlich einen steilen Übergang zur Decke machen und es so aussehen lassen, als würde eine Art Felsen hier reinhängen.
Das hatte ich mir auf jeden Fall viel einfacher vorgestellt, als es dann letztendlich umsetzbar war und ich war kurz vorm Verzweifeln, weil ich einfach nicht weitergekommen bin. Zum Glück waren dann aber meine Spitzhacken wieder fast kaputt und ich musste sie reparieren gehen. Ich entschied mich dann dazu, eine kleine Pause vom Nether Hub zu nehmen und bei meinem Ocean Monument weiterzumachen. Die nächsten Tage trocknete ich also meine Schwämme im Nether, zog kleinere Bereiche mit Sand hoch und entfernte dann mit Hilfe den Schwämmen das Wasser. Zum Schluss riss ich wieder einige Sandwände mit Fackeln ab und ich sage es noch einmal, das ist wirklich satisfying. Das Coole ist aber, dass ich jetzt schon so gut wie mit der Hälfte fertig bin. Das gab mir die Motivation, bei meinem Nether Hub weiterzubauen und das erste, was ich machte, war mich um den Übergang zur Decke zu kümmern. Ich wollte nämlich den Nether in seinen vollen Zügen darstellen und deshalb brachte ich die verschiedenen Biome und Nether-Konstruktionen ein und ich finde, dass das gar nicht mal so schlecht ausschaut. Anschließend ging es für mich an den Basaltfelsen, wo ich mir wieder komplett schwer getan habe und was wirklich ein kompletter Krampf war. Dann baute ich die eine Seite komplett fertig und es war Zeit, dasselbe auch auf die anderen drei Seiten zu bauen. Hin und wieder spawnt noch Ghast, wovor ich wirklich Angst hatte, dass sie nichts kaputt machen. Nach langer Zeit war ich dann aber endlich mit dem unteren Bereich fertig und ich ging wieder meine Spitzhacken reparieren. Dann holte ich mir eine Schalkerbox, machte mir noch ein paar Raketen, nahm Seelensand mit und ging dann wieder in den Nether, wo ich genug Crimson Holz, Crimson Blätter und Nether Bricks mitnahm. Damit baute ich dann den Übergang zur Decke fertig, was jetzt schon echt wild aussieht. Ganz oben an der Decke wollte ich einen Glasnebeleffekt einbauen und dazu fehlte mir natürlich das Glas. Also schmeißte ich meinen ganzen Sand in den Superofen und schaltete ihn ein. Das ging aber natürlich viel zu langsam und ich hätte ewig warten müssen, bis ich genug Glas hätte, also floh ich zum Ocean Monument, wo ich mir noch sehr viel Sand mitnahm. Während dann der ganze Sand in den Öfen gebraten wurde, machte ich mich auf den Weg und holte die Blume, die die richtige Farbe für das Glas hatte, nämlich Magenta. Ich machte es aber echt smart und stellte die Blume bei mir zu Hause wieder auf und spammte mit Knochenmehl darauf, weil man dadurch einfach die gleiche Blume noch einmal bekommt. Das klappt aber halt nur bei diesen großen Blumen. Dadurch hatte ich aber die zwei Farbstoffe schnell beisammen, Lila und Magenta eben. Ich stellte dann vor dem Ofenhaus noch einige Öfen auf, um das Glas noch schneller zu bekommen. Dabei ging mir dann schnell die Kohle aus und ich baute einen kleinen Turm, den ich gleich darauf wieder abbaute. Es dauerte dann etwas, bis das Glas fertig war, aber als ich dann fast eine Schalkerbox von jeweils lilanen und Magenta Glas hatte, machte ich mich auf in den Nether, wo das Bauen der Glasdecke beginnen konnte. Ich wechselte jede Schicht zwischen dem Glas und am Ende kam dabei dieser Effekt raus. Schaut nice aus, aber das Bedrock störte mich schon etwas. Also, was dachte ich mir mit meinem kleinen Gehirn, richtig, es einfach zu zerstören. Dazu stand ich extra 10 Minuten AFK bei der Creeper Farm und craftete mir mit dem Gunpowder fast einen Stack TNT. An der Netherdecke angelangt, fing ich dann an, einen Bedrock Block nach dem anderen zu zerstören und nachdem der ganze Stack TNT dann weg war, realisierte ich erst, dass das viel zu lange dauern würde, bis ich jeden einzelnen Bedrock Block über den Glas zerstört hätte. Also ließ ich die Idee dann sein. Dann musste ich mich vorerst wohl oder übel mit den Bedrock-Blöcken über dem Glas zufrieden geben. An den Rändern von dem Glas baute ich noch eine Holzwand mit dem Crimson Wood, was die Nebeldecke jetzt um einiges besser aussehen lässt. Das ist jetzt erstmal die fertige Version von der Decke. Wenn ich eine Methode gefunden habe, wie ich schneller Bedrock-Blöcke zerstören kann, dann werden auch die nicht mehr stören. Das nächste, was ich vorhatte, war eine Kürbis- und Melonenfarm zu bauen und die gleich mit der Inneneinrichtung von den zwei neuen Häusern zu verbinden. Was das bedeutet, werdet ihr gleich sehen, aber zuerst baute ich unter den Häusern viel Platz frei, wo ich die Farm dann bauen konnte. Nach kurzer Zeit fiel mir dann ein, dass ich auch einfach einen Beacon mit Haste 2 aufstellen konnte und so das alles viel schneller abbauen. Naja, manchmal dauert es bei mir etwas, aber so hüllte ich den Raum dann fertig aus. Dann kümmerte ich mich um die ganzen Redstone-Sachen, die ich für die Farm brauchen würde und als ich die dann auch beisammen hatte, baute ich die erste Konstruktion, die folgendermaßen funktioniert. Die Melone wächst, der Observer erkennt das und schickt ein Redstone-Signal an die benachbarten Kolben, die dann die Melone zerstören. Ziemlich einfaches Konstrukt, das ich noch gefühlt hunderte Male die nächsten Tage baute. Natürlich brauchen die auch eine Wasserquelle, die ich auch überall einbaute und zum Schluss baute ich noch eine Glaswand und Lichtquellen davor. Mit der Melonenseite war ich jetzt fertig, also baute ich gleich darauf die andere, nämlich die Kürbisseite, wo ich versehentlich auch durchgehend Melonensamen pflanzte. Da kam ich aber leider erst ganz zum Schluss drauf, also besserte ich den Fehler, während ich die Glaswand baute, parallel dazu aus. Die Glaswand aber platzierte ich auch um einen Block zu nahe und da kam ich auch erst ganz zum Schluss drauf, also durfte ich das Ganze noch einmal abbauen und einen Block daneben wieder aufbauen. Das nächste, worum ich mich kümmerte, war die Einsammelstelle. Die Items werden einfach mit Wasser und Hopper weiter nach unten transportiert, wo ich dann auf zwei verschiedenen Seiten einen Itemlift baute.
Zuerst nur so weit, dass es über die Decke ging, die ich gleich drauf baute und anschließend noch den Boden. Ich baute das extra so, dass man die hochgeschossenen Items dann auch noch sehen kann. Dann baute ich einen Boden in eines von den Häusern, weil ich da ja vorhatte, dass die Items letztendlich dort zu betrachten sind. Ich craftete mir also einige Honigblöcke und baute den Wasserfluss genau so, dass am Ende dann das rauskam. Die Melonen, die ich durch die Farm jetzt bekomme, sliden letztendlich an dieser Honigwand entlang und immer wieder sieht man welche, was ich echt einfach nur genial finde. Dasselbe Prozedere fand auch noch beim anderen Haus statt, wo mir aber das Dark Oakwood ausging und ich extra neues holen gehen musste. Ich baute dann aber den Boden und die Decke fertig und kümmerte mich wieder um den richtigen Itemtransport, sodass am Ende dann auch die Kürbisse hier entlang gleiten. Das schaut einfach nur nice aus. In der Nacht des 868. Tages farmte ich wieder einiges an Dark Oakwood und auch noch etwas Fichtenholz. Jetzt hatte ich auf jeden Fall genug Holz, um mit der Inneneinrichtung der zwei Häuser zu starten. Den Wasserfluss verkleidete ich mit schönem Holz und richtete das Haus so ein, dass es einigermaßen schön aussieht und dass die heruntergleitenden Melonen zur Geltung kommen. Ich glaube, das ist mir auch einigermaßen gelungen. Das war mal das erste Haus und ich glaube, da kann man sich drinnen wohlfühlen. Gleich darauf startete ich mit dem Innenleben des Kürbishauses, das etwas schwieriger war, weil ich nicht genau wusste, wo ich die Treppe in den ersten Stock hinbauen sollte. Ich baute sie dann aber gleich über dem Eingang und richtete sonst noch alles ein. Am Ende kam dann das dabei raus. Ich finde, das schaut auch ganz in Ordnung aus. Was meint ihr? Ich baute dann ein kleines Lager für die Melonen und die Kürbisse und dann war dieses Projekt vorerst mal abgeschlossen. Mal schauen, wie sehr ich die Farmen noch in Zukunft vergrößern werde. Jetzt hatte ich etwas vor, was ich in den letzten 100 Tagen schon angefangen hatte, nämlich die Goldfarm mit der Piglin Trading Station zu verknüpfen. Meine Idee war, die Trading Station einfach oben bei der Goldfarm hinzubauen, also machte ich das als erstes. Dann kam der schwere Part, die Piglins nach oben zu transportieren. Dabei verkackte ich komplett und musste dafür ein Totem verwenden. Nach einiger Zeit schaffte ich es dann, den Piglin auf die Bedrock-Decke zu bringen und wollte ihn dann durch eine Treppe nach oben locken, was aber nicht funktionierte. Also baute ich ihn kurz ein, holte genug Schienen von zu Hause mit und baute bis ganz nach oben eine Achterbahn. Das Blöde war nur, dass ich nicht wusste, dass Piglins sich nicht im Minecart setzen können und somit war das alles umsonst gewesen. Naja, ich sperrte den Piglin wieder ein und baute einen gesicherten Weg, wo der Piglin nicht runterfallen konnte, bis ganz nach oben. Dann war es an der Zeit, den ersten Piglin raufzulocken und dann oben in sein neues Zuhause zu bringen. Gleich darauf holte ich den zweiten Piglin und brachte ihn ebenfalls erfolgreich in die Tradingstation. Dann durfte der ganze Spaß aber auch noch abgebaut werden. Jetzt war ich aber endlich fertig damit und wollte die beiden Farmen testen, aber die Goldfarm produziert viel zu wenig Goldbarren, um mit der Piglin Trading Station mithalten zu können. Also wollte ich eine Crafting Table holen gehen und die Goldnuggets zu Goldbarren craften, aber als ich dann daheim ankam, hörte ich ein Gewitter. Auf das habe ich schon länger gewartet, also flog ich schnell zur Mobköpfe-Farm, aktivierte sie und konnte sie das erste Mal testen. Das ist jetzt echt super leicht, Mobköpfe zu bekommen und es freute mich enorm, dass die Farm so gut funktioniert. Allzu lange hielt das Gewitter aber leider nicht an, trotzdem ergatterte ich mir 5 Creeper-Köpfe und 2 Zombie-Köpfe. Weiter ging ich wieder in den Nether und ließ die beiden Farmen für ca. 10 Minuten laufen. Diesmal bekam ich außer viel XP auch noch ein paar Stacks, Keys und ein bisschen Obsidian. Finde ich auf jeden Fall nice. Als nächstes wollte ich bei meiner Stadt weiterbauen. Dazu fing ich an, die Fläche zu bauen, wo die nächsten Häuser stehen sollten. Dann sammelte ich die Ressourcen dafür zusammen und da ich diesmal etwas mit Akazienholz bauen wollte und ich keines mehr hatte, ging ich einige Stacks davon farmen. Jetzt hatte ich aber alles beisammen und das Bauen konnte beginnen. Zum Schluss kümmerte ich mich noch etwas um den Innenbereich und der Beleuchtung. Geplant ist das Haus bzw. die Häuserreihe als extra Lager für zum Beispiel Karotten oder Kartoffeln, von denen ich absolut übertrieben viel habe. Zeit, euch das Bauwerk mit Shader zu zeigen. Das Netherhub habe ich jetzt schon einige Zeit stehen lassen und ich wollte es in den 900 Tagen noch fertig bringen. Dazu fehlt mir nur noch mehr der Boden, wo ich ebenfalls einen Nebeleffekt einbauen wollte. Der kostet aber übertrieben viel Glas und von dem hatte ich bei weitem nicht genug. Ich flog also zum Ocean Monument und nahm dort sehr, sehr viel Sand mit. Am Ende hatte ich dann 3 volle Schalkerboxen an Sand, die ich gleich bei mir zu Hause in die Öfen haute.
Den Nebeleffekt wollte ich mit schwarzem Glas bauen, also brauchte ich auch sehr viel schwarzen Farbstoff, den man leider nur von Tintenfischen bekommt. Ich stand also fast 20 Minuten bei der Guardian Farm, wo ich ab und zu unten die Tintenbeutel einsammeln ging. Dadurch bekam ich schon über 3 Stacks und im Nether, bei der Einsammelstelle, kamen dann noch 2 dazu. Ich ging dann in den Nether, um nachzusehen, wie weit ich nach unten bauen musste, und die Shroomlights markieren jeweils eine Glasschicht. Ja, da hatte ich noch einiges vor mir. Ich startete damit, einen Bereich auszuhöhlen, mit dem ich beginnen wollte. Alleine das dauerte wieder 20 Minuten. Für den Nebeleffekt braucht man ganz unten einen Lichtblock, also ging ich die nächsten 10 Minuten Glowstone farmen und fing an, damit den Bereich auszufüllen. Das Problem war nur, dass ich nur circa die Hälfte damit voll bekommen habe, also ging ich nochmal eine Viertelstunde Glowstone holen, baute dann damit den Boden fertig und das nächste, was ich brauchte, war schwarzer Teppich, der über dem Glowstone platziert wird. Den holte ich dann vom alten Lager, nur leider bin ich mit dem auch nur zur Hälfte gekommen. Mir fehlte es schlichtweg einfach an schwarzem Farbstoff. Deshalb baute ich meine ganzen Portale, die immer spawnen, wenn ich aus dem Nether zurückgehe, ab, weil ich das Obsidian für die nächste Farm brauchte. Nämlich eine Tintenfischfarm. Ich sammelte noch die ganzen anderen Items ein und es scheiterte an Eiern. Ja, richtig, an Eiern. Deshalb kümmerte ich mich darum, einige Hühner einzufangen und eine mickrige Huhnfarm zu bauen. Dadurch bekam ich ein paar weitere Eier und währenddessen kamen einfach ein paar Pillager auf mich zu. Die erledigte ich natürlich gleich und startete den Raid bei mir. Knapp wurde es mit einem Herzen Gott sei Dank nur einmal, ansonsten hatte ich keine Probleme und als Belohnung bekam ich 5 Totem und natürlich den Hero of the Village Effekt. Nun hatte ich alles beisammen und ich suchte einen geeigneten Fluss in der Nähe. Was aber dann passierte, war einfach nur geil. Ich fand ein Skelettpferd und es spawnte auf einmal ein paar weitere. Leider bekämpften sich 2 Skelette gegenseitig und töteten dabei 2 Pferde. Die restlichen Skelettreiter konnte ich aber zum Glück besiegen und übrig blieben 2 geile Skelettpferde. Ich holte sofort zu Hause Leinen und einen Sattel und brachte sie erfolgreich nach Hause. Wie geil ist das denn? Jetzt habe ich einfach 2 Skelettpferde. Weiter ging es mit der Flusssuche und nach kurzer Zeit entschied ich mich dann für einen, der vielleicht aus der Zukunft betrachtet nicht der allerbeste war. Naja, ich fing als erstes an, eine 9x25 Fläche trocken zu legen. Anschließend fing ich an, weiter nach unten abzubauen, flog dann heim, nahm mir den Beacon mit und baute dann dort mit Haste 2 weiter bis Höhe 45 ab. Dann trocknete ich ein bisschen vom restlichen Fluss aus. Das war dann der Zeitpunkt, an dem ich gemerkt habe, dass ich nicht den allerbesten Spot gewählt habe, weil im Idealfall sollten Tintenfische nur in meiner Farm spawnen können und sonst nirgends anders in einem Fluss. Naja, ich baute trotzdem weiter an meiner Farm und baute 3 riesige Portale. Dann füllte ich die Zwischenräume mit Wasser, wo ich dazwischen auch noch Kelp farmen gehen musste, baute den AFK-Spot und anschließend im Nether die Auffangstelle. Dort brauchte ich dann die Eier, weil ich musste in 4 Boote jeweils ein Huhn reinsetzen und ich finde, das schaut einfach nur lustig aus. Wie auch immer, ich war jetzt fertig und testete die Farm etwas und naja, was soll ich sagen, sie funktionierte irgendwie nicht. Also probierte ich noch etwas vom Fluss auszutrocknen, was leider hoffnungslos war, weil sich das zeitlich einfach nicht mehr ausging. Ich stand dann trotzdem ein bisschen AFK und bekam ganze 36 Tintenbeutel. Die Farm war vorerst leider eine Enttäuschung, aber ich ließ mich nicht unterkriegen und wollte die restliche Zeit trotzdem noch nutzen. Mit den paar Tintenbeutel, die ich noch hatte, färbte ich als allererstes einmal ein Schaf bei der Wollefarm in schwarz. Danach alle Schafe in meinem Stall. Die scherte ich die ganze Nacht lang und mit der Wolle ging ich dann in den Nether und fing an mit dem Bauen des Nebeleffekts. Zur Info, ich hatte fast 2 volle Schalkerboxen an Glas und ich bin nicht mal mit dem kleinen Bereich fertig geworden. Zu Hause nahm ich mir etwas schwarzes Concrete Powder, platzierte diese bei der Sunfarm und stand ca. 5 Minuten AFK. Nur dass ich dann draufkommen durfte, dass sie die ganze Zeit nicht funktionierte. Ich hatte nämlich vergessen, den Chunkloader einzuschalten. Am 898. Tag ging ich ein paar Tintenbeutel holen, machte aus schwarzem Concrete Powder normales Concrete und scherte zwischendurch meine Schafe. Dann machte ich mir wieder etwas schwarzes Glas und ging damit in den Nether, wo ich den kleinen Bereich fertig baute. Ja, der war gut, ich hatte wieder zu wenig Glas. Das wollte ich die 900 Tage aber unbedingt schaffen, also farmte ich ein paar Tintenfische, wo es mich echt überrascht hat, dass man da so schnell so viele bekommt und craftete mir damit Glas. Diesmal hatte ich aber endlich genug und ich baute den kleinen Bereich komplett fertig. Schaut echt nice aus, ich freue mich schon, wenn der gesamte Nether-Hub fertig ist. Dann war auch schon der 900. Tag da und wie immer wollte ich den letzten Tag für eure Namenswünsche hernehmen. So heißt es das neue Hundebaby Wasser, die Katze im End Rike, der eine Eisengolem Tjark und der andere Dave the Biggest. Jetzt hatte ich nur mehr eine Sache zu erledigen und als ich das auch machte, war der 900. Tag auch schon zu Ende. Das war es. Ich habe 900 Tage in Minecraft Hardcore ohne zu sterben überlebt.